Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Fritzi und ich sitzen heute in einem Kaffeehaus. Im Café Savoy. An der linken Wienzeile, denn wir bewegen uns in unserer aktuellen Staffel entlang des Wienflusses. Heute werden wir den Abschnitt zwischen dem Gürtel- und der Kettenbrückengasse begehen quasi. Ihr werdet euch wundern, warum wir direkt von Ober-St. Veit hierher springen an den Gürtel. Das liegt daran, dass wir schon drei super interessante Folgen gemacht haben über den Abschnitt bei Schönbrunn und in Penzing. Und unsere Live-Episode war über Rudolfsheim 5 Haus. Die empfehlen wir euch auch anzuhören. Aber darüber haben wir eben schon gesprochen, deshalb hüpfen wir jetzt gleich ein paar Kilometer weiter weg. Und die Fritzi sagt... Ich möchte was dazu sagen. Bitte sag was. Nicht dazu, aber in eigener Sache. Dass der am 16. Februar Welttag der Fremdenführer ist. Und da sind die Wiener Fremdenführer in der Wirtschaftskammer auf der Wiener Hauptstraße. Und es gibt kostenlose Führungen und wird sehr interessant. Auch mit dir, Fritzi? Nein, mein Beitrag ist ein Artikel im Kulturmagazin, das dort auch kostenlos erhältlich ist. Und im Rathaus kann man es auch bekommen. Mhm. Kann man diese Aktion, ja, gibt es eine auf Facebook etwas? Oder kann man sich anmelden? Wo kriegt man mehr Infos? Anmelden muss man sich überhaupt nicht. Man geht hin, es sind Vorträge. Am besten auf der Website der Guides in Vienna. Wie, Guides in Vienna? Guides, ja. Dann spazieren wir heute mal akustisch weiter. Und am Sonntag, dem 16. Februar, Welttag der Fremdenführer. Per Pedes, genau. Ja, also Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Wir starten unseren heutigen Spaziergang bei einer Gstätten, wie ich das jetzt mal sagen würde. Und zwar da rund um die U-Bahn-Station Margaretenplatz bzw. Längenfeldgasse. Ja, das ist ein bisschen auseinander. Also das ist die Wildnis am Margaretengürtel. Mhm. Und wenn wir uns da umdrehen, mit dem Rücken stadtwärts. Ja, also nach Richtung Schönbrunn schauen. Dann sehen wir diese riesige Otto-Wagner-Brücke. Ja. Die Brücke über die Zeile heißt. Mhm. Eigentlich. Nicht Brücke über den Quai, sondern Brücke über den Wienfluss. Ja, also Brücke über die Wienzeile eigentlich. Mhm. Und die ist ja besonders eindrucksvoll. Stimmt. Und wurde anstelle des Linienwalls ist ja diese ganze Stadtbahnanlage gebaut worden. Und im Zuge dieser Bauten sind eben diese Brücken auch gebaut worden von Otto Wagner. Und die ist drei Pfeilerbrücke, wobei der mittlere, was ich ganz interessant finde, 12,5 Meter unter der Erde, bis 12,5 Meter unter Niveau gebaut ist. Damit das Ganze stabil ist. Damit das Ganze ist, wie ein Widerlager. Mhm. Und ein Widerlager, interessantes Widerlager, Wort. Ja. Und es ist dann in den 1980er Jahren, wurde die Stadtbahn in die U-Bahn umgewandelt. Und wie du sagst, da ist es zu dieser neuen Station Längenfeldgasse gekommen. Mhm. Und wo sich die U6 und die U4 treffen. Ja, das ist so. Und der Margaretengürtel ist ja die U4. Mhm. Und die Brücke, die wird gequert von der U6. Genau. Und da gibt es eben, darf ich da ganz kurz zur Station Längenfeldgasse was sagen? Ja, natürlich. Weil ja heute eben Valentinstag ist. Liebe ist, wie die U6 auf die U4 in der Station Längenfeldgasse wartet. Na, goldig. Und ja, und das ist ja, wenn man sich das vergegenwärtigt, ist das ja relativ starke Steigung oder ja, es geht schon hinunter ganz einfach vom Gürtel ins Wiental, wenn du an das denkst. Ne? Die Längenfeldgasse ist ja niveaumäßig die Station viel weiter unten als die Gumpendorfer Straße. Ja. Und das ist wohl für die Stadtbahn gegangen, aber nicht für die U-Bahn. Und da sind eben schon Pläne gewesen vom damaligen Stadtrat Wurzer, dass diese Brücke weggerissen wird.
wieder mal was weggerissen. Wieder ist er, ja. Man kann sich das heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ist Gott sei Dank gerettet worden und es ist zu einer neuen Planung gekommen und man konnte das dann wirklich unter großem technischen Aufwand machen, dass die Brücke, also dass man diese Brücke erhalten kann. Da in der Nähe von dieser Brücke war ja auch ein interessanter Platz für dich, oder? Für mich, ja, da war ein Geschäft fast direkt drunter. Ja, und das war nicht unter der Brücke, aber zwei Bögen oder drei Bögen weiter, ja. Mhm. Und dann war da noch ein anderes, ist da in der Nähe, rund um diese Margaretener Wildnis, ja, noch ein anderes Gebäude, mit dem du was verbindest, oder? Ein anderes Gebäude? Das große? Ja, naja, die Berufsschule. Aber das war ja nicht immer Berufsschule, beziehungsweise an diesem Platz, sondern das ist ganz interessant, Mitte des 19. Jahrhunderts sind kommunale Schlachthäuser gebaut worden. Aha, da hat es also mehr gegeben als nur in St. Marx? Ja, da hat St. Marx das Gumpendorfer, dann hat es in Herrn Neusanz gegeben. Mhm. Und zwar wollte man eben vermeiden, unhygienisch, weil diese Hausschlachtungen waren ziemlich unhygienisch und auch teuer. Und da hat eben der Bürgermeister diese Schlachthäuser bauen lassen. Und hat und das war eben das Gumpendorfer Schlacht. Das ist riesig groß, ist mit einer Wasserleitung versorgt worden, mit der Kaiser-Ferdinand-Wasserleitung. Und die Abwässer sind in einen Kanal, einen Hauptkanal, links der Wien, des Wienflusses. Also nicht direkt gekommen. In den Wienfluss geleitet worden, das ist ja auch schon mal was. Dann in den Donaukanal, bis dahin ist das gegangen. Und das ist aber 1908, glaube ich, abgerissen worden. Und an seiner Stelle ist gebaut worden die Feuerwehr. Mhm. Die Feuerwache, die große, Feuerwache, am Eck da, ja? Ja, dann daneben die Kaiser Franz Josef Berufsschule. Mhm. Was sind da für Berufe drinnen, alle? Nein, es gibt ja mehrere Berufsschulen, das sind handwerkliche Berufe. Mhm. Ich war dort, wie ich Installateur gelernt habe. Du bist die Installateurmeisterin. Ja. Das finde ich extrem cool. unter anderem nämlich. Das ist nämlich noch cooler. Und daneben ist der Werkstättenhof gebaut worden. Mhm. Dieser Werkstättenhof ist ein riesiger Komplex, da waren Wohnungen drinnen, aber auch Werkstätten für Handwerker, die sie dort einmieten konnten. Also das war quasi ein Coworking Space? Ja, kann man so schon sagen. Schon im 6. Bezirk, das ist ja toll. Okay. Okay, das. Und, genau, und auf der, das ist also da auf diese markanten Gebäude quasi, auch wenn man am Gürtel fährt. Da fällt mir übrigens gerade ein, weil wir jetzt uns dann wirklich entlang des Wienflusses bewegen werden. Kannst du noch einmal sagen, was der Unterschied zwischen, woran man die linke und die rechte Windzeile erkennt, wie man sie auseinanderhalten kann? Für mich ist es immer verwirrend. Ja, das ist überhaupt nicht verwirrend. Der Wienfluss kommt vom Westen und fließt zum Donaukanal. Mhm. Und flussabwärts, also in der Flussrichtung. Auf der linken Seite ist die linke Windzeile und auf der rechten Flussseite ist die rechte Windzeile. Ja, weil für mich ist es geistig immer andersrum. Aber vielleicht, weil ich von der Stadt wegdenke. Wenn du von der Stadt wegdenkst, aber du darfst nicht an die Straßen denken, sondern musst an den Fluss denken. Aha, okay. Und auf der rechten Seite beim Gürtel, bei der Wildnis, ist auch noch ein Park. Ja. Der St. Johann Park war das früher. Jetzt heißt er, glaube ich, Bruno Kreisky. Mhm, weil der da irgendwo gewohnt hat? Der hat direkt vis-à-vis in dem Haus seine Kindheit verbracht. Aha. Also schon fast. Stimmt, später war er dann oft auf Mallorca. Ja, das war aber sehr. Nicht in Hawaii eigentlich interessant, oder? Kleiner Insider-Scherz. Da ist auch eine St. Johann-Kapelle noch. Das waren Linienkapellen, da gibt es ja auch eine bei der Volksoper. Was ist eine Linienkapelle? Ja, der Linienwall war die Linie, das war die Grenze. Die Lina, wie meine Großmutter gesagt hat. Die Lina? Die Lina, meine Großmutter hat immer die Lina gesagt. Diese waren im St. Johann-Kapelle. Mhm. Und dann, das ist ja eigentlich. Und die St. Johann-Kapelle zeichnet was aus? Dass sie dem heiligen Johann Nepomuk gewidmet ist. Und immer an einem Fluss steht, oder was? An einem Fluss steht, ja, beziehungsweise an einem Linienwall. Ja, und die rechte Windzeile ist eigentlich eine fast nicht befahrene Straße. Man kann es schon teilweise befahren, aber weil die Straße, der Autoverkehr spielt sich auf der Schönbrunner Straße und geht und fährt dann bis zur Rampersdorfergasse. Und dann fährt man nach links, kann man links runter und da ist die Windzeile wieder befahrbar. Mhm. Und was sind dort für markante Gebäude? Na, erst einmal ist seit noch nicht langer Zeit, 2-3 Jahren, eine kleine Terrasse über den Wienfluss, so eine Sonnenterrasse. Und dann ist
ein ganz markantes Gebäude, nämlich das Vorwärtsgebäude. Vorwärts was? Vorwärtsverlag. Sag, was, da, was ist das dann? Was ist denn der Vorwärtsverlag? Der Vorwärtsverlag war der Druckort und der Erscheinungsort der Arbeiterzeitung. Mhm, das ist also quasi die Parteizeitung? Parteizeitung, also der sozialistischen, sozialdemokratischen Partei. Der Österreichs, ja. Weil 1809 hat man dann, nachdem man sie konsolidiert hat, das Männer, allgemeine Männerwahlrecht durchgebracht hat und so weiter, hat man was gebraucht. Eben für Parteiorgan, für die Redakteure und so weiter. Und da hat man eben diesen Ort gefunden, wo im Hof schon eine Druckerei einmal war, die zugrunde gegangen ist. Und man hat dann vom Hubert Gessner, der sehr bekannter Architekt des Roten Wien später auch war, dort ein Gebäude bauen lassen, nämlich das heutige Vorwärtsverlagsgebäude. Ganz markant, kennst du sicher mit, also weißt sicher diese große Uhr. Ja, die Uhr, genau. Und links und rechts diese zwei Gestalten, Mann und Frau. Und vom Anton Hanak, einer der bekanntesten Bildhauer. Und dann ist da alles drinnen gewesen. Also die Redaktion, Chefredaktion. Hinten war eben die Druckerei, die Parteizentrale der SPÖ? SDAP, Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Ah, das war noch gar nicht da in der Löwelstraße? Nein, das war im Vorwärtsverlag. Und dann haben dort verkehrt sehr viele von den späteren russischen Revolutionären. Ah, wow, zum Trotzki, Beispiel. Zum Beispiel und andere. Die sind sehr gerne auch rübergegangen ins Café Rüdigerhof. Der Rüdigerhof, oh. Was ist mit dem Rüdigerhof? Den Rüdigerhof schätze ich sehr, weil das ist einer der, ich meine, es ist jetzt kein Geheimtipp, aber es ist eines der nettesten Kaffeehäuser in Wien mit der nettesten Belegschaft, den nettesten Kellnerinnen und Kellnern, die sind total super. Man kann da rockieren. Ja, man kann da rockieren, die haben einen grandiosen Gastgarten. Ja. Man kann drinnen sitzen, es sind coole Leute dort. Ja, okay, aber es war schon früher beliebt, das ist natürlich cool. Ja, und es teilt auch wieder die Straße. Mhm. Weil das ist ja dieser Zwickel, ja. Wie das Flatiron House in New York. Das eigentlich. Stimmt. Rüdigerhof ist das Flatiron Hof. Wow, von Wien, das ist ja. Macht es ja noch cooler. Ja, ja. Das ist nämlich auch noch ein super schönes Gebäude. Ja, Jugendstilgebäude. Ja. Ist, glaube ich, der Max Fabiani hat es, glaube ich, gebaut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Genau, also in diesem Flatiron, das teilt die Wienzeile und die Hamburger Straße, oder? Ja, und das ist also wieder, dass die Wienzeile wieder, die rechte Wienzeile, wieder ganz ruhig wird. Mhm. Und eigentlich bedeutungslos für den Verkehr und der Verkehr geht auf der Hamburger Straße weiter bis zur Kettenbrückengasse. Mhm. Und dann wird die rechte Wienzeile als Straße. Wir machen jetzt auch eine kleine Runde und gehen jetzt quasi über die Kettenbrückengasse die linke Wienzeile wieder zurück. Mhm. Ganz kurz, kannst du noch was sagen zu dieser U-Bahn-Station, zum Aussehen dieser U-Bahn-Station Kettenbrückengasse? Okay, ja. Also vielleicht möchte ich zuerst mal sagen, dass die Kettenbrückengasse nach der Kettenbrücke heißt, weil die erste Brücke über den Wienfluss da wirklich eine Kettenbrücke war. Also man muss sich das so vorstellen, dass man nicht überall hin und her gehen hat können über den Wienfluss. Es gab nicht so viele Brücken. Es gab nicht so viele, aber die hat es gegeben, aber immer Kettenbrücke. Nicht? Du weißt ja, so, die hängt halt so an. Also wie in Budapest. Wie in Budapest, ja. Oder in San Francisco. Ja, bin mir nicht sicher, ob das ist auch wissen wir nicht. Ja. Aber jedenfalls, da war eine Kettenbrücke, die da ist aber nicht mehr. Kettenbrücke und die ist jetzt hier nicht mehr, natürlich nicht. Man muss auch dazu sagen, dass ab der Pilgramgasse der Wienfluss im Zug der Regulierung eingewölbt ist. Ja, das ist natürlich auch wichtig für unser Thema. Also ab der Pilgramgasse sieht man ihn nicht mehr. Sieht man ihn nicht mehr, also versteckt er sich. Und diese zwei Stationen, Pilgramgasse und Kettenbrückengasse, Stadtbahnstationen, die sind so in Zeltform. Auch von Otto Wagner? Auch von Otto Wagner, alle Stadtbahnen ist Otto alle Wagner. Stadtbahn Otto Wagner. Und die sind so in Zeltform, damit will er ausdrücken, dass das ein Gebäude ist, in dem man sich nicht lange aufhält, so temporär ist, wo man weiterzieht. Also so ist die... In Camping, das ist mir noch nie aufgefallen. Im Vergleich zu den weiß ich nicht, Stadtbahnen von der U6-Stationen quasi. Ja, die eigentlich halten sich auch nicht länger auf. Aber sind ja wie kleine Festungen eigentlich gebaut. Die haben eben durch den Linienwall eben mehr oder weniger diesen Festungscharakter. Mhm. Nicht, weil das ja schon eine Trennung war.
Jetzt, ich meine, es ist jetzt 65 Episoden lang ist dieser Linienwall immer wieder aufgekommen. Ich glaube, es wäre Zeit, dass du mal ganz kurz sagst, was der Linienwall überhaupt ist. Jetzt? Ja, ja. Okay. Oder nicht? Oh ja, gerne. Oder wir machen ein Ausschreiben und fragen die Leute, ob sie wissen, was der Linienwall ist. Nein, das wissen sie nicht. Wir werden daraus ein Extra machen. Linienwall. Das Rätselslösung, was ist der Linienwall? Einsendungen werden gesucht und irgendwann... Ich bin jetzt von der Kettenbrücke am Linienwall gekommen. Na, weil wir immer über den Linienwall reden und dann nie erklären, was es ist. Irgendwie. Egal, also wir sind jetzt an der Kettenbrückengasse, wir sind jetzt bei der U-Bahn-Station, wir sind jetzt bei den zeltartigen, Otto-Wagnerischen U-Bahn-Stationen. Und gehen kurz noch einmal zurück. Ja. Und kommen... Richtung Gürtel wieder? Richtung Gürtel. Auf der und kommen Windzeile. Wieder zu einer Abzweigung. Mhm. Da ist zwar kein Flatironhaus, aber es ist so eine Abzweigung, wo die Magdalenenstraße von der linken Windzeile weggeht. Ja. Und das war der Magdalenengrund. Weil der 6. Bezirk ist ja wie üblich aus lauter kleinen Orten gebildet worden. Und da war ganz bekannt der Ratzenstadel. Ist es nach Ratten benannt, weil es so grindig war? Naja, es waren kleine Holzhäuschen, da war die sanitären Verhältnisse waren natürlich nicht sehr besonders. Einerseits waren Ratten und andererseits aber war in der Monarchie so, dass die Serben, ja Serbien zugezogenen, in den offiziellen Schriftstücken Ratz genannt wurden. Wirklich? Ja. Und aha. Die haben sie sehr... Und das war kein despektierlicher Ausdruck? Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber es war offizieller, also in den Papieren offizieller Ausdruck. Damals glaube ich nicht, dass er Political Correctness gegeben hat. Na, das... Und die haben sie interessanterweise, auch welchen, aus welchen Gründen auch immer, am Magdalenengrund sehr oft angesiedelt, sodass es auch sein könnte, dass es daher Ratzenstadel ist. Aha, das ist wie jetzt wie eigentlich am, rund um den Brunnenmarkt, da gibt es ja auch eine große serbische Community. Ja, das war damals dort. Die serbische Community hat damals am Magdalenengrund gewohnt. Magdalenengrund, genau. Und am Magdalenengrund auch ist in den 70er Jahren, würde ich sagen, die Rosa-Lila-Villa eingerichtet worden. Also für ein Haus für LGBTQI. Ja, okay. Also damals hat es wahrscheinlich noch nicht so geheißen. Ja, bitte sprich, wie es damals geheißen hat. Ich weiß nicht, Lesben-Schwule. Genau, Lesben-Schwulenhaus und Transgender, obwohl man damals bestimmt nicht Transgender gesagt hat. Mhm. Aber ja, das wissen natürlich Kannst sehr... Kannst du dich noch erinnern, wie das eröffnet worden ist? Ja, es ist sehr angefeindet worden, aber dann ist eigentlich in die Normalität übergangen. Wer hat das initiiert, weißt du das auch? Das weiß ich nicht mehr. Okay, dann müssen wir mal nachschauen. Vielleicht weiß das ja eine unserer Hörerinnen oder ein Hörer von uns. Wäre freuen uns klar. Da auch über Infos. Interessant. Ist da sonst noch was auf der linken Windzeile, wenn man da nochmal raufgeht? Linken Windzeile bis dahin ist eigentlich unspektakulär. Unspektakulär. Wir haben diese zwei oben, die Feuerwehr und die Gebäude, die großen. Und dann wird, ja, sagen, dann halt teilweise Gründerzeithäuser, teilweise kleinere, also aber nicht irgendwas, wo man jetzt sagen muss, bam. Das kommt dann erst in der nächsten Episode. In der nächsten Episode ab der Kettenbrücke. Ja, super, aber das ist ja schon mal echt, das war jetzt ein super interessanter Rundgang von der Brücke zu der Brücke, von der Brücke an der Zeil zur Kettenbrücke, über die Zeil und wieder zurück. Toller Rundgang. Vielen Dank. Wir sehen uns das nächste Mal an der Kettenbrückengasse, oder? Ja. Servus Fritzi. Servus. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.